Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir. Dies soll nur ein kurzes Video zwischendurch sein. Heute um 15 Uhr kommt wieder ein ganz normales Video mit dem Trainingsverlies Part Nummer 2. Gestern kam ja schon der erste Part. Ich würde mich auf jeden Fall extrem freuen, falls ihr da nochmal vorbeischaut. Um 15 Uhr kommt das, wie gesagt, ganz gewöhnlich, wie eigentlich so gut wie jeden Tag 15 Uhr ein neues Video auf meinem Kanal. Aber ich wollte euch einen kurzen Hinweis geben, beziehungsweise eine kurze Warnung aussprechen. Und zwar haben wir ein neues Item im Spiel und das sind diese Hammer. Ja, bumm, hier noch aus dem Trainingsverlies einmal zwei Units gelevelt. Dankeschön, dass ich das noch angezeigt bekomme. Und diese Hammer, beziehungsweise die wir jetzt neu gefarmt haben, dafür muss ich einmal auch mein SSRG ausrüsten, geben uns ja hier extrem geile Möglichkeiten für das Aufwerten, beziehungsweise ja, um die Ausrüstung einfach nochmal zu verbessern und zu perfektionieren, wenn wir das Ganze wollen. Und zwar kannten wir das ja bisher, dass wir auf so ein Wert geklickt haben, wenn wir auf Wert ändern gedrückt haben, dass wir dann hier Gold oder Ambosse, ich hoffe, ihr habt nie Diamanten benutzt haben, um den ganzen Wert hier zufällig zu rerollen. Und jetzt haben wir quasi diese Hammer, die wir aus dem Trainingsverlies farmen können, mit denen wir den Wert, den wir haben, verbessern können. Entweder um 0% oder um 0,1%, 0,2, 0,3, 0,4 oder bis hoch zu 0,5%, wenn es bis zu insgesamt 3% geht. Und dementsprechend sind diese Hammer halt extrem wertvoll, weil sie euch quasi sicher einfach nur eure Rüstung entweder so gut machen, wie sie ist, oder da drauf noch was oben drauf legen. Also extrem geiles Item. Warum möchte ich jetzt aber eine Warnung aussprechen, beziehungsweise möchte ich euch zumindest einen Hinweis geben, eine Warnung ist es eher nicht. Und zwar wird in Zukunft irgendwann nochmal ein Event kommen, bei dem diese Hammer keine 0% Upgrades machen. Also ihr habt quasi mit 100%igen Wahrscheinlichkeit ein Upgrade von 0,1%, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 Wert, was halt extrem geil ist und extrem wertvoll, wenn man das Ganze so mitnimmt. Aber es sei dazu gesagt, dass so ein Event wahrscheinlich jetzt nicht nächste Woche kommen wird, auch nicht in 2 Wochen, auch nicht 3 Wochen, sondern eher in 4 Wochen. Bedeutet, wenn es euch natürlich jetzt gerade so juckt, dass ihr sagt, ich brauche jetzt mein besseres Gear, jetzt gerade im PvP komme ich nicht klar, ich muss jetzt aufsteigen, dann könnt ihr natürlich die Hammer auch jetzt benutzen. Ich möchte euch gar nicht aufhalten, das sei dazu gesagt, aber falls ihr sagt, ihr wollt optimal euren Account verbessern, gerade als Free-to-Play-Spieler, ihr wollt optimal darauf achten, dass ihr alles verbessert, benutzt diese Hammer am besten erst, sobald dieses Event ist, einfach nur damit ihr sicher gehen könnt, dass die Rüstung, die ihr dann habt, optimal verbessert wird und ihr nicht irgendwie was von diesem sehr wertvollen, wenn nicht sogar, ja, es ist mittlerweile das wertvollste Equipment, Item würde ich schon fast sagen im Game, fast wertvoller als irgendwie URG, beziehungsweise die Steine für URG, aber ja, vielleicht ist auch die Steine für URG wichtiger. Das Ding ist halt an SSRG, das kann man überall benutzen. Und ich glaube, URG wird sehr lange dauern, bis es sich bei uns einbürgert. Gerade bei den Free-to-Play-Spielern, wenn wir jetzt pro Tag nur genug Items kriegen, um irgendwie 1 bis 1,5, nee, das ist gerade mal pro Woche 1 bis 1,5 URGs überhaupt machen zu können. Das wird ein bisschen dauern. Dazu noch einmal kurz ein zweiter Hinweis. Und zwar ist ja jetzt gerade im Diane-Event, dass wenn ihr hier jetzt verwertet, bum bum, steht das auch hier mit dabei. Nein, wenn ihr jetzt gerade bei Diane verwertet, habt ihr eine erhöhte Chance auf Super- oder Ultra-Success. Und ich habe dir schon gesagt, bewahrt euer Gold immer auf für das Ausrüstungsziehen, bis dieses Diane-Event ist, und macht dann erst das Ausrüstungsziehen, damit ihr eure Ausrüstung direkt ins SSR-Teil auf plus 5 bringen könnt und bei Diane möglichst viel raushauen könnt. Und sobald dieses Event ist, wo die Hammer sicher eure Ausrüstung aufwerten, wird hier drin, zumindest war es in JP so, wir wissen nicht, ob das dann genauso sein wird, wenn es nach Global kommt, aber wir hoffen natürlich, wird es so sein, dass die Erweckensteine, die Hammer von Weise und die Ambosse jeweils eine doppelte Chance haben zu droppen. Das heißt, falls ihr auch euer Gold nochmal optimal aufbewahren wollt und das optimal euer Gold wirklich irgendwie einsetzen wollt, spart ab jetzt wieder, bis dieses Event kommen sollte. Aber wie gesagt, ich habe euch gewarnt. Ja, ich habe euch gewarnt. Es kann passieren, dass es einen Monat dauert. Es kann passieren, dass es 2 Monate dauert. Wir wissen das Ganze nicht. Wir wissen nicht, wie häufig hier Events rausgehauen werden. Diane-Event kam jetzt das 2. Mal nach 3 Monaten. Also wenn in 1,5 Monaten wieder ein geiles Ausrüstungsevent kommt, wäre halt schon geil. Von daher kann es halt auch wirklich sein, dass ihr 1,5 Monate darauf warten müsst, bis ihr hier Ausrüstung ziehen macht. Ihr mit 1,5 Monate darauf warten müsst, bis ihr eure Hammer benutzt. Also das ist wirklich nur was für geduldige Menschen, die sagen, ich möchte meinen Free-to-Play-Account möglichst effektiv nutzen. Dann habt ihr jetzt meine Warnung. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Das war es auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Ich werde auf jeden Fall mein Gold bis zum nächsten Diane-Event aufbewahren, sobald dieses Diane-Event vorbei ist. Und ich persönlich werde auch meine Hammer aufbewahren und werde weiter nur Ambosse benutzen, um mein ganzes Gear zu rerollen. Denke ich zumindest mal. Außer ich werde jetzt plötzlich hier so ein 100k-YouTuber und kann hier Videos rausklatschen, wie nichts Gutes. Nein, also wie gesagt, ich werde meinen Hammer auch auf jeden Fall aufbewahren. Das ist mein Tipp an euch. Aber wenn es euch in den Fingern juckt, dann macht einfach das, was euch in den Fingern juckt. Aber ihr wart gewarnt, ihr spielt dann nicht effektiv. Damit verabschiede ich mich. 15 Uhr, wie gesagt, kommt das nächste Video. Das war's von mir, euer Sonius94.